Freunde, bevor das Video losgeht, habe ich eine dicke, fette Ankündigung für euch. Und zwar gibt es jetzt eine Feinte Pro-Auswahl, die gegen Drittliga-Absteiger Türkgücü München spielen wird. Ihr seht hier alle Jungs, die mit dabei sind. Sowas gab es in Deutschland noch nicht und ihr könnt mit dabei sein. Denn schon kommenden Montag, am 20.11., wird das Spiel gegen Türkgücü München in München stattfinden. Die Tickets sind absolut begrenzt. Ihr könnt euch jetzt Tickets auf Tickets4U sichern. Das ist eine App, die ihr euch eben runterladen müsst. Und ich zeige euch mal hier kurz den Bestellvorgang. Relativ einfach, dann könnt ihr ganz entspannt mit PayPal oder sonst was bezahlen. Und jetzt geht's weiter im Video. Du hast doch immer auseinandergenommen, ja? Ja. Hey, ich hab's auseinanderblamiert, ja? Wenn du nach Berlin kommst, wir brauchen gute Männer bei Delay. Ja, ja, erstmal gehe ich zu Delay. Keine Angst, also. Der will den Ball ins Gesicht kriegen. Dass der Torwart auf einmal der Pro ist? Oh! Oh. Habibi, ja, lass mal diese. Freunde, neues YouTube-Video. Heute drehen wir wieder eine Folge Feinte Pro. In Paderborn sind wir tatsächlich. Ihr könnt euch schon vielleicht vorstellen, wer jetzt in der Jury sitzen könnte. Ein Spieler steht bei einer Profimannschaft unter Vertrag. Alle anderen lügen. Und jetzt kommen wir erstmal direkt zur Juryvorstellung. Mein Name ist Dia, Fußball-Creator und Spieler von Delay Sports. Und neben mir geht's spannend weiter. Muss ich jetzt was sagen? Mein Name ist Max Kruse, Spieler beim SC Paderborn. Und ja, wird spannend heute. Mein Name ist Simon, ich bin Content Creator und kein Spieler bei Paderborn. Ich bin Kevin Panewitz und ich bin Masfi. Was bist du? Masfi, ich esse gerne. Kann man das so stehen lassen? Finde ich gut. Das ist gut. Lass mir drin, auf jeden Fall. Ich habe verstanden, Mastfi. Ja, Masfi. Ja. Ja, das war eine sehr seltsame Jury-Vorstellung, aber ich glaube, die meisten, die Jungs kennt ihr sowieso schon. Aber immer eine coole Jury-Konstellation, wie ich finde, mit sehr viel Fußball-Expertise. Kommen wir deshalb direkt auch zur Spielervorstellung. Freunde, kurze Werbeunterbrechung. Und in dieser Werbeunterbrechung könnt ihr was richtig Geiles abstauben. Und zwar zwei VIP-Tickets für das Spiel Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Ein absolutes Topspiel. Wie ihr die Tickets gewinnen könnt, relativ einfach, Freunde. Ihr müsst mir und Trader auf Instagram folgen. Ich blende euch die Kanäle mal ein. Ich habe zusätzlich einen Reel hochgeladen und dort markiert ihr einfach Freunde. Trader ist der erste Neo-Sports-Broker. Aber was heißt das eigentlich? Kurz erklärt, es heißt, dass ihr direkt in eure Lieblingsfußballer investieren könnt. Je nachdem, wie eure Lieblingsspieler performen, steigt oder fällt der Wert. Zusätzlich erhaltet ihr für jedes Spiel, was die Jungs machen, Trader Credits. Und mit diesen Credits könnt ihr zum Beispiel VIP-Tickets gewinnen oder euch signierte Fußballtrikots gönnen. Wenn ihr auch einfach mitmachen wollt, ich packe euch hier einen Code und einen Link rein, wo ihr noch einen Einsteigerbonus habt. Also damit könnt ihr wunderbar lostradern, Freunde. Und jetzt geht's weiter im Video. Servus, hi, mein Name ist Umut Ünlü. Ich bin 21 Jahre alt, spiele als Linksverteidiger und spiele beim 1. FC Kaiserslautern. Hi, ich bin Lukas Knanzos, bin 22 Jahre alt, bin Zehner und spiele bei U23 von Borussia Dortmund. Hallo zusammen, mein Name ist Adam Abdi, ich bin 17 Jahre alt, spiele auf der 6 bei Bayern 04 Leverkusen. Hallo, mein Name ist Alan Abdi, bin 18 Jahre alt, spiele als Rechtsverteidiger bei dem 1. FC Köln U19 Bundesliga. Und eigentlich habe ich mich angemeldet hier als Jury, aber ich bin irgendwie hier gelandet. Alan Abdi, wir sind Brüder. Hallo, ich bin Michael Beiter, ich bin 18 Jahre alt, bin Linksverteidiger und spiele bei der U19 von DSC Arminia Bielefeld. Hi, ich bin der Esser, bin 20 Jahre alt und spiele bei Viktoria Köln und bin Zehner. Hi, ich bin Taha, ich bin 21, bin rechter Flügel, also kann auch links Flügel spielen, aber überwiegend rechts und ich spiele bei Waldhof Mannheim. Mein Name ist Arel Demir, ich bin 19 Jahre alt und spiele beim Karlsruhe SC auf der linken Außenposition. Egal ob in der 3- oder 5er-Kette. Rein optisch, wir machen mal den ersten optischen Eindruck. Wen würdet ihr da wählen? Wer gefällt euch optisch am besten? Sag du mal was, ihr Panne.
Du bist ja optisch, jetzt sieht man ja, das ist ja so dein Ding, ne? Style und so. Oder? Lukas hat Waden. Diese Form von der Wade ist geisteskrank, habe ich nie das gesehen. Das sieht auch nicht mehr die gesund aus. Die ist einfach spitz. So nach außen geht die wird die spitz. Was ist denn der? Was ey, ist das? Ey. Seite ist wirklich nochmal was anderes. Das sind das Fußballerbeine? Digga, was ist das? Ja, es ist schon. Also Athletenbeine. Ob es jetzt Fußball ist, am Ende weiß ich nicht. Aber es gibt den Leckel auf jeden Fall nicht. U23 Dortmund, ne? Könnte. Ja, also er gefällt mir so optisch schon sehr, sehr gut. Und wenn ich jetzt noch einen zweiten sagen würde, wird schwierig. Also Lukas ist dein Top-Favorit. Ja, aber jetzt so einen zweiten würde ich jetzt so einfach. Hätte ich. Ja, nee, kein. Nur vom Aufsehen eher. Aber. Ich predikte, ist auf jeden Fall nicht Luca. Glaubst du, er ist es nicht? Ich glaube, er ist es nicht. Ich glaube, er ist jemand anderes. Er sieht aber so aus. Aber wir werden es gleich sehen. Simon? Ich bin irgendwie bei Alan, muss ich sagen. Also mit dem, der bei Leverkusen, der Sechser. Der sieht nach so einem Ekligen aus. Und so diese Brüder-Story, der eine Leverkusen, der andere Köln. Vielleicht hat es der eine gerade so geschafft, der andere nicht. Ich weiß nicht, die beiden Jungs. Max, was sagst du? Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe die ein bisschen beim Aufwärmen beobachtet. Also da ist schon der ein oder andere feine Techniker dabei. Hier bei Umut muss ich sagen, linker Verteidiger, könnte von der Technik her passen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, könnte aber sein. Also ist jetzt so, wäre jetzt so vom ersten Einblick einer der Kandidaten, der sein könnte. Und Lukas, glaubst du, das ist so eine Mogelpackung oder wegen die? Ja, also wie gesagt, Athletenfigur auf jeden Fall. Hattest du auch immer so deine Probleme, ne? Womit? Mit der Figur? Ja, jetzt nicht so krass wie du, aber schon. Ja. Ich war jetzt auch nicht immer so der Musterprofi, was das Essen angeht. Das kann man so nicht sagen. Aber nee, also so eine Figur hatte ich auf jeden Fall nicht. Egal in welchem Alter. Meine persönliche Meinung auch mit Lukas gehen, gefällt mir. Aber hier hinten, Taha, ne? Ja, Taha, sorry, mit A. Sieht auch stabil aus auf jeden Fall. Flügel kann ich mir schon gut vorstellen, dass du die Seiten beackerst, Waldhof Mannheim. Dritte Liga, bin ich mal gespannt. So, bevor die Jungs kalt werden, fangen wir direkt an mit Challenge Nummer 1 und das feiert hier am meisten die Five-Shot-Challenge. Ja. Okay, gerne. Umut. Wow. Oh ja. Der ist ein Brett. So kann man starten. Gute Beine. Oh, schön. Schade. War auch guter Reflex. Ja. Okay. Komm, jetzt hol noch mal einen mit rechts raus. Ich bin gespannt. Ja, ist okay. Ah, ist okay. Ein Ball kommt noch um. Touch ist wichtig. Nicht gut geworfen, ja, aber noch. Gut, Umut. Schade. Hat mir gut gefallen? Ja. Ja. Lukas, bist du ready? Ja, let's okay, go. Okay, gerne. Oh! Das, ich wusste es war so klar. Als hätte ich es nicht dass hervorgesehen. Er irgendwann gemacht, war so klar. Aua. Schade. Weiter. Und was sagst du zum Laufstil auch nicht? Oder? Ja, ist okay. Ist okay. Da muss jetzt ein Pferdeschuss kommen. Ja, Schuss war. Schusshaltung war gut. Stärke auch, aufgrund der Beine allein schon. Guck mal, wie das mit links aussieht. Ja, Keeper kommt gut runter. Ja. Ein Ball kommt noch. Touch ist wichtig. Okay, auf links vorgelegt. Das war so nicht gewollt. Okay. Ich habe ein großes Fragezeichen bei ihm, sage ich ehrlich. Ich auch. Ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Du weißt auch, bei denen weißt du auch immer nie, wenn die halt wirklich Profi sind, ob die dann halt auf Krampf irgendwas Besonderes machen wollen, damit man es sieht, weißt du? Eigentlich nicht. Ich glaube, wenn jetzt wirklich ein Pro kommt, der macht das Einfachste, oder? So, der wird auch ganz locker den Ball einfach... Was würdest du machen? Würdest du Faxen machen oder würdest du... Also, aber ich bin ja auch, es gibt ja verschiedene Spielertypen. Ich bin jetzt ja wahrscheinlich anders als jemand, der eher der Dribbler ist. Bin ich ja nicht. Ich bin halt so ein gerader Typ. Alan, ready? Let's go. Wow! Junge. Mein Ohr, Alter. Sorry, ein bisschen zu viel geklatscht. Ja. Man sieht auf jeden Fall, dass Potenzial vorhanden ist. Ja, gut. Auf dem großen Tor hätte ich den jetzt gleich reingemacht, ja. Also, es ist rechts für links. Ein Ball kommt noch. Guter Durchgang.
Ein Durchgang kommt noch an. Achso, ja, eine. Scheiße, Anwurf. Gut, Alan. Guter Durchgang. Ich bin mal gespannt, ey. Wer so groß redet, da muss jetzt ein bisschen was kommen, mein Freund. Bist du ready? Jetzt der Bruder, ne? Okay. Ja, der ist auch ja. Der ältere Bruder. Der ältere Bruder. Ja, okay. Also, guter Schuss. Aber nein. Das Dribbling ist. Nein. Durch. Das war so ein Cristiano Ronaldo-Anlaufen. Also der Schuss war nicht schlecht, muss ich sagen. Aber er spaziert auch absolut selbstbewusst, ne? Das muss man nicht sagen. Ja, das finde ich gut. Aber es könnte natürlich auch Teil der Geschichte sein, ne? So, dass sich die beiden Brüder überlegt haben. Aber der wirkt ja sehr lustlos, so ein bisschen, oder? Oh, das war mit Hass jetzt. Gut. Der war gut. Das hat er gehört, was du gesagt hast. Wie ist es? Wenn er es dir. 1 Million %. Der nicht, ich wollte gerade sagen, wenn er es ist. Ich weiß es, aber ich muss. Laufe ich nach Berlin, okay, von hier? Nochmal. Wenn er es ist, laufe ich nach Berlin. Mein erstes Mal, ich heute Abend Flitzer, okay? Hast du das gehört, was Panne sagt? Sag es ruhig, ich stehe dazu. Er hat gesagt, wenn du der Pro bist, läuft er nach Berlin. Ich laufe von hier nach Hause. Ja, das stimmt. Oh. Ist auch nicht schwer. Hat jeder die. Was hast du gesagt? Ich hab nee, das wollen wir nicht nochmal wiederholen. Ich will es nochmal hören. Alles gut. Er hat gesagt, er hat schon mehr Tore hier gemacht als ich in meiner ganzen Saison. Ja, ey. Er ist mein Mann. Hat er recht, hat er recht. Ja. Ja, Mikael, wenn du ready bist, kannst du starten. U19 Bundesliga kann was kommen. Ein bisschen muss schon. Ja. Linksverteidiger. Ich weiß gar nicht, warum die sich so weit raus, weißt du? Ja, es ist aber auch, also der Torwart wird ja auch nicht kleiner, umso näher du rankommst. Er ist ja mit einem starken Link nach rechts gegangen, er hat sich selber den Winkel komplett zugemacht. Schießt du einfach ein bisschen früher, das frage ich mich. Ja, okay. Auf das kleine Tor war es okay. Ach, na, Ist recht schwer, aber also ich sage, das ist noch kein Kriterium. Der ist gut. Und Feuer frei. Ja, das war gut. Das war sauber. Und die Kamera hast du mitgenommen. Schuss, alles gut. Ja. Essert, ja. Ja. Zehner. Schön. Den hat er fast mit. Schusstechnik war gut. Muss ich sagen. Einfach schieben. Gute Beine. Ah! Schade. Der ist top. Nimmt sich erst den schwierigeren Beine. Mhm. Hat für mich so ein bisschen was von Käfigfußballer, muss ich sagen. Sehe ich jetzt noch nicht auf dem großen Platz bis jetzt, aber. Den Bums hat er. Gewalt ist da. Ja, jetzt bin ich gespannt. Schönes Ding. Boah! Das war nicht schlecht. Hat mir gut gefallen. Das war nicht schlecht. Ja. Auch so ein bisschen Fragezeichen. Ne? So, deine Technik und so ist schon super. Ja. So, Taha spielt in Mannheim, okay. Mit Willi zusammen. Der Torwart ist schon stark, ne? Alter Schwede. Und der hat auch keine Angst, also. Kann das der will den Ball ins Gesicht kriegen. Dass der Torwart auf einmal der Pro ist? Oh! Ja, das war das. Das ist geil, Junge. Hat mir gefallen. Endlich mal was Verrücktes. Hätte ich mir die Beine gebrochen, ne? Ich hatte genau das Gleiche. Taha gefällt mir. Mindestens Knöchelbruch. Jawohl, Junge! Ich glaube, wir haben einen neuen Favoriten. Komm, mach bitte was mit dem Ding. Ist okay? Ist okay. Gucken wir nochmal den Touch an. Und den Abschluss von der ersten Runde. Ja. Ah, was war jetzt? Ja. Einfach kurz die Latte kaputt schießen. Also, hat mir gut gefallen, aber ich war wirklich ein bisschen zu voreilig. Ja, ich weiß. Also, das Gute ist, ich glaube, die Chance, dass wir heute den Profi finden, ist sehr groß. Was ist denn dein Call? Also, ich habe 3, die ich auf jeden Fall nicht. Ich bin mir sicher, dass sie es nicht sind. Oh, jetzt haben wir Arel. Genau. Wingback vom KSC links. Linksfuß ist schon mal wichtig. Schön. Ja, Schusstechnik gut. Der hat so leichte O-Beine. Ja. Mit Tunneln, alles klar. Auch Sporch, 2 clean Übersteiger. Mhm. Ja, und man muss ja sagen, Arel ist schon sehr kalt. Weil er ist wirklich der Letzte aus der Gruppe. Ne? Also man muss aufpassen. Gut. Bei mir ist gut, ja. Und bei dir? Werden wir sehen. Warte.
Auch nicht schlecht. Ja. Ist okay. Du bist ja noch jung, kann ja noch werden. Ah, ja, passiert, das passiert. Oh, der hat ihn gegönnt. Er hat einen sehr guten linken Fuß. Ja, ist schon gut. Muss ich auch sagen, KSC. Aber also, wenn er so einen guten Fuß hat, muss er woanders spielen als KSC, oder? Weil, du hast gesagt, du läufst 3,7 auf 30 Meter? Ja, so 3,71, 3,72. Okay, du hast vorhin gerade gesagt, der schnellste in Bayern, in der U17 oder so? Oder genau, ja. Also es war so, ich bin erst mit 16 so richtig in Fußball eingestiegen. Auch dank Uth, muss ich sagen. Weil wir haben zusammen dann gespielt in der U17 auch. Okay. Deshalb bin ich auch dann in den Verein gekommen. Also es war Würzburger Kickers. Und da haben wir halt auch diese Sprinttests gemacht. Und da war ich auf 30 Meter der schnellste natürlich und auch in ganz Bayern dann sozusagen der schnellste, bis zu U23, glaube ich. Ja, frag. Nee, mach ruhig. Nee, ich wollte sagen, ihr kennt euch also schon länger. Genau, ja. Seit der 5. Klasse kennen wir uns schon. Okay. Ja, okay. Danke, jetzt müssen wir trotzdem zwei auswählen. Ich sag mal so, ich habe jetzt noch keinen Favoriten, wer es am Ende sein könnte, beziehungsweise natürlich habe ich Favoriten, aber ich möchte das jetzt noch gar nicht so sagen. Ich habe eher so erstmal gesagt, wer kommt für mich gar nicht in Frage als Profi, sage ich mal, oder von dem ich am wenigsten glaube, dass das ist. Das war meine Auswahl. Was ist mit euch? Ich habe meine zwei Kandidaten. Ich weiß ja, wie der die raus sollen. Die schon raus sollen, ja. Zwei gehen raus. Zwei gehen raus. Habt ihr schon eine Wahl getroffen? Ja, also ich habe zwei, wo ich mir 100% sicher bin, dass sie keine Profi. Ich kann mich auch täuschen, aber ich glaube nicht. Hau mal raus. Also ich glaube auch, trotz der Waden, Lukas, muss ich sagen, glaube ich eher nicht, dass du Profi bist. Die Haltung und so, das war alles, der Ablauf und so, das war, für mich passt das nicht zum Fußballer. Das wäre so mein erster Kandidat. Zweiter Kandidat, ich würde tatsächlich, auch wenn es komisch klingt, ich würde Taha nicht nehmen. Das ist meine Meinung. Wow. Weil, warte mal. Nee. Ja. Du willst Taha nicht? Ich glaube, er ist es nicht. Aber da lege ich ja mal. Ich würde ihn vielleicht nicht gleich, also ich würde ihn vielleicht gleich rausnehmen. Aber ich weiß, ich muss, aber ich entscheide ja nicht alleine, welche zwei rausfliegen. Ich sage nur, das ist meine Meinung. Meiner Meinung nach. Okay. Aber ich kann mich ja, wie gesagt, auch täuschen. Aber das wären so meine ersten, wo ich sagen würde. Das ist heftig. Aber. Nee, alles gut. Das ja, deshalb sitzt du ja in der Jury. Dass wir müssen die Leistung bewerten, die wir jetzt gerade gesehen haben. Und das ist damit für mich einer der Besten. Deswegen, ich habe hab Lukas und Alan. Aber ja. Alan ist vom Auftreten her Profi. Auf jeden Fall. Selbstbewusstsein hätte ich auch gerne so. Ja? Bleib so. Super Typ, ja? Aber leider kein Fußballer. Ja, ist auch nicht schlimm, aber hast es probiert gut zu verkaufen. Ich verstehe, was du meinst. Also als RV weiß ich jetzt nicht, ob man sowas machen muss, aber ganz klar, du hast recht, Profis müssen sowas machen und ich habe einfach in dem Moment einfach zu viel gewollt. Ne? Also muss man noch ehrlich sagen, ich verstehe deinen Punkt. Ja. Alles gut. Also ich finde, dass du die Show weiter durchziehst, finde ich klasse. Aber allein schon, wie du läufst und so, was du machst, wie du mit dem Ball umgehst, nein. Einfach nein. Ich glaube nicht mal, dass du wirklich richtig irgendwo im Verein, also ja, vielleicht irgendwo in unteren Ligen irgendwo spielst, aber ich glaube nicht mal, dass du richtig im Verein Fußball spielst, wo weiß ich, Bundesliga, Karlsruhe oder sowas, ja, oder Freiburg. Ich glaube nicht mal, damit hast du was zu tun, glaube ich. Und Lukas war einfach nicht so dein Durchgang. Punkt. Lass dich dann am Ende einfach überraschen, sag ich nur, ne? Wie bitte? Lass dich am Ende überraschen. Ich lass mich überraschen. Ja, versuch dich immer weiter zu überzeugen. Alles gut. Das sind meine zwei. So, was sagt ihr denn? Ihr seid dran. Also ich muss erstmal meinen Bro Taha hier verteidigen, weil ich kann mir bei ihm wirklich vorstellen, ich weiß nicht, ob es dann unbedingt Profi-Level ist, bei so Außenstürmern, er hat halt, wenn er wirklich dieses Tempo hat, den Abschluss fand ich gut. Das war auch, glaube ich, so deine Paradedisziplin. Technik würde ich mir gerne noch mal ein, zwei Sachen angucken, aber wenn ich jetzt einen rauswählen müsste, wäre ich, glaube ich, auch bei Alan, muss ich zwei sagen. Zwei B. Alan und? Ich glaube, ich würde dann auch mit Lukas gehen. Okay, krass. Du? Ich hatte auch für mich Tar ganz klar weiter. Aufgrund dessen, dass du für mich deutlich besser warst als Alan. Auch wenn ich dich sympathisch und lustig finde. Und ich hätte tatsächlich Lukas weitergelassen, weil ich gesagt habe, ich glaube, auf Großfeld und so. Das ist jetzt natürlich eine kleine Halle, weißt du? Das ist vielleicht auch nicht seine Übung. Ich glaube, den Typen kannst du schicken, Lukas, und der macht dann irgendwas, ne? Glaubst du nicht? Er ist nicht. Wer wäre denn dein zweiter Kandidat? Sag mal, ich hätte eher Michael von Bielefeld, das fand ich so. Die anderen waren halt alle gut, aber Michael war so, hat halt. Michael war okay, sein Durchgang. Okay, also vor mir war jetzt nicht so ein okay Durchgang. Bei mir war auch souverän. Er war okay. Das Ding ist halt. Hat sich für mich für die zweite Runde qualifiziert, bei mir auf jeden Fall. Also ich finde so, Bielefeld U19 kannst du mir halt besser verkaufen als Dortmund U23, weil da sind halt schon Bretter unterwegs. Verstehe ich. Aber ich hätte, weil das war jetzt okay. Aber jetzt nochmal Real Talk: Lukas spielt dritte Liga beim BVB U23. Ja. Never.
Ich hätte gerne noch mal eine Runde weiter gesehen. Die Waden, die blenden mich auch extrem, muss ich sagen. Aber gut, ihr habt mich eh überstimmt. Ist ja relativ eindeutig, dass Lukas und Alan dann an dieser Stelle raus sind, ne? Leider ich ja. Auch, kann ich was noch was sagen? Ja, ja sag gerne was. Also gut, aber wenn es möglich ist, dass man vielleicht noch mal irgendwie irgendwas prüft oder so, weil natürlich als RV jetzt ein paar Schüsse zu machen und dann daran zu urteilen, kann ich verstehen. Ne? Und er hat doch einen Punkt gesagt, also mit einem Anlauf und so, dass das nicht so aussieht wie ein Fußballer, kann ich auch verstehen. Aber dennoch würde ich gerne irgendwas noch präsentieren. Wie seriös er redet, als wenn er so eine Lehrer, Klassenlehrerin darf eben... Darf ich kurz das vorschlagen? Ich habe eine 3 plus und will eine 2 minus haben, so eine Nummer ist das. Ne? Darf ich das vorschlagen? Ja. Darf ich? Ich würde gern einmal, wenn es okay ist für euch, ich würde gern Tar einmal gegen ihn verteidigen sehen. Ja, gerne. Also 1 gegen 1, dann immer tauschen dann. Ja, lass ihn erstmal, du bist der Rechtsverteidiger. Okay. Du bist, ich weiß, du bist kein Offensivspieler. Ja. Rechts außen? Okay, ich habe RV stehen. Okay, besser. Ja, dich will ich gerne gegen ihn sehen. Okay. Ist das ein Deal? 1 gegen 1? Auf Stock? Auf geht's. Ja. Auf geht's. Da fängt's an. Das. Vorbei? Wie, raus? Egal, komm. Hat mich jetzt gerade auch nicht überzeugt. Ja, oder? Alles gut, das ist ja. Es geht nicht um Tar. Also hier einfach schwierig. Es geht nur um Dings. Ja. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Also. Okay. Danke. Okay, reicht noch einmal bitte? Einmal noch. Ja, okay, guter Einsatz. Toll. Stark. Willst du noch einmal tauschen, Alan? Willst du auch mal angreifen? Das ist mal ein ganz anderer Ball. Und ganz andere Verteidigungshaltung. Alles gut, nice. Try. Noch ein Versuch. Ein Durchgang hast du noch. Ja. Stein. Okay, super. Okay, danke euch. Danke. Wie fandest du dein Abwehrverhalten selber? Ich weiß es dann gerade nicht so gut. Warum? Ich weiß nicht, woran es gerade liegt. Aufgeregt würde ich nicht sagen, aber ich merke, ich komme auf die 20 zu. So, du kommst auf die 20 zu, ja, du kommst echt in ein Alter. Merkt man, ja? Ja. Du bist ein geiler Typ. Ja, nur weil du so bist, wollte ich das jetzt nochmal sehen. Du läufst ganz langsam raus, hast du gesehen, nur wie Tar rausgelaufen ist, mit welcher Dynamik, ja, du stellst falsch. Alles, was du machst, ist falsch. Ich sage dir, du spielst nicht mal Fußball. Es ist nicht böse gemeint. Das ist hart. Ja, ist nicht aber böse ist ehrlich. Gemeint. Aber du verkaufst dich sehr, sehr gut. Deswegen wollte ich das nochmal sehen. Und das ist keine Kritik, wirklich nicht böse gemeint. Aber du bist es auf jeden Fall nicht. Und deswegen bist du leider raus. Für mich Luca auch. Lukas. Entschuldigung. Der Tisch sagt immer Luca. Ich verstehe das auch nicht. Lukas war von mir, von Browski. Ja, damit hast du leider 2 Stimmen. Und 3 Stimmen. Ich glaube auch von Max. Ne? Ja, ich hätte auch gesagt, er ist es nicht. Also. Dankeschön. Danke euch. Dankeschön dir. Wo ist denn die Toilette? Ja, gerne. Macht Sinn für euch, Spieler auch Lust. Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich muss sagen, was mit Arel hat mir sehr gut gefallen. Nee, alles gut. Guter Ton am Panne. Zu, dass der herkommt jetzt. So, wir kommen zur nächsten Challenge. Ein Parcours. Ja. Schaut mir einmal zu, wie wir das machen. Also nochmal, ihr lauft einfach nur in X. Hier rum. Und wenn ihr hier raus seid, ja, hier kommt der Abschluss. Ja, wenn ihr Rechtsfuß seid, einmal von der anderen Seite, dann lauft ihr einfach nur hier lang. Bap, 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 kommt hier raus, Abschluss. Verstanden? So, Freunde, ich habe letztens noch eine Statistik gesehen, die blende ich euch ein, wie viele Leute die Videos schauen, aber nicht folgen. Und deshalb versuche ich immer so ein paar Sachen euch zurückzugeben, damit vielleicht ich den einen oder anderen von euch überzeugt kriege, den Kanal zu abonnieren, Glocke zu aktivieren. Jetzt habe ich für jeden, glaube ich, was. Ein iPhone 15, ich glaube, falsch rum gehalten. Ich glaube, es ist wie gesagt für jeden was. Könnt ihr abstauben und auch hier wieder mal eine PS5. Unter diesem Video einfach kommentieren, Freunde. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann seid ihr schon mit dabei im Lostopf. Und jetzt geht es natürlich auch weiter im Video. Okay, Umut, ready? Wenn du ready bist, kannst du starten. Okay, das ist ausschließlich der linke Fuß, den liebt er. So, sein Abschluss ist jetzt nicht gut, aber... Abschluss ist nicht gut, aber das Dribbling gefällt mir richtig gut. Für einen Außenverteidiger, ne? Man muss ja immer das große Ganze bewerten. Was ist das große Ganze bei ihm? Das große Ganze hat mir gefallen. Die Ballführung ist sehr eng. Ich bin mal auf den 6er Leverkusen gespannt. Oh ja. Oh ja.
Schöne Bewegung, ne? Du bist verunsichert, ich sehe das schon. Ich? Du wolltest irgendwas sagen, was dir nicht gefällt. Ich gucke noch weiter. Ja. Bro, ich würde doch von. Ja, ich würde von da mit rechts rippeln. Okay, gute Bewegung. Da, das ist einkappen, das ist mit Ausschuss, ja, das ist halt sehr, sehr. Das Ding ist. Ja, sehr gut. Guter Abschluss also, noch. Schüsse gut. Das Ding ist, was ich sehe, ist so als Sechser. Okay. Machst du diese Harakatz nicht, weißt du? Ja. Okay. Bro, er ist für mich das größte Fragezeichen. Wenn du gerade austribbelst, nimmst du keine Sohle eigentlich. Ja, er macht viel mit links, ne? Rechter ist, glaube ich, gar nicht so, ne? Ja, okay. Da. Ja, die Idee ist super. Die Idee ist gut, ja. Ich weiß nicht, wie ich seinen rechten Fuß bewerten soll. Ob der überhaupt der ausschlaggebend ist. Ich finde nicht, mal die rechten. Ich finde, das Dribbling kann ich nicht einschätzen. So. Wie groß ist er? Was denkt ihr? Wie groß? 1,80? Nee. Da bist du 1,94. Er ist 1,73, so weit. Ist er wie groß? Ja, der war ungefähr gleich. Wie groß? Nee, wie groß? Boah, ja. Guck mal, mein Call, hier 1,80. Aber wo habe ich denn die 1,80 hergeholt, Digga? Das ist, wenn man selber klein ist, sehen alle Menschen tendenziell erstmal groß aus, weißt du? So, jetzt kommt so. Taha, der schnellste Mann in Bayern. So, los geht's, Taha. Ja, auch ein bisschen Kirmes im Kopf gehabt, kurz. Ja, solide bis jetzt gerade. Ja. Linker Fuß ist okay, ist jetzt nicht der beste, aber. Arell ist mein Geheimfavorit vom KSC. Okay, dann gerne Feuer frei. Sehr schön. Ja. Boah! Okay, das ist mein Mann. Welche zwei würde ich jetzt rauswählen? Das wird schwer. Das finde ich auch schwierig. Tah hat mich jetzt ein bisschen mehr überzeugt, also ein bisschen mehr abgeholt als vorher. Mich stört immer noch das, dass er versucht hat, den Ball so reinzumachen. Nichtsdestotrotz hat das gerade schon solider ausgesehen. Also muss ich sagen, Arell sind wir uns einig. Ja, ist auf jeden Fall, ja, weiß nicht, ob Favorit, aber so das Gesamtauftreten zeugt davon, dass er es sein könnte. Wer bei mir ein bisschen eingebüßt hat im Vergleich zur ersten Runde, ist Aland. Aber da hat Panne zu mir auch gesagt, heutzutage sind die Sechser vielleicht anders als damals. Damals ein bisschen zu viel Harakat mit diesen links-rechts, weißt du. Aber ich will mich da noch nicht zu früh festlegen. Ich muss sagen, vielleicht ein bisschen abgefallen Mikael, so für mich. Wo es jetzt enger wird, könnte es sein, dass er derjenige ist, der uns verlassen könnte. Umut fand ich schon sehr, sehr clean. So von der Ballführung, Abschüsse okay, waren nicht gut. Aber von der Ballführung her fand ich ihn mit am cleansten, muss ich sagen. Also Umut wäre für mich auch weiter. Aland, das könnte ich mir auch vorstellen. Boah, schwer. Panne. Expertise jetzt. für mich persönlich ist Mika mit am meisten abgefallen. Und dann bei denen wird es halt wirklich schwierig. Und jetzt musst du danach gehen, wer ist es für dich? Ja, für mich zum Beispiel, Esat hat für mich mit dem besten Durchgang gemacht und ich mag seine Ballführung. Aber ich sage, er ist es nicht vom Gefühl her. Deswegen würde ich jetzt Esat rauswählen, obwohl er für mich mit fast den besten Durchgang gemacht hat. Seine Ballführung, ich mag ihn sehr so, wie er spielt so. Aber er ist es nicht. Ich bin mir fest sehr überzeugt, ich weiß nicht, so ein Bauchgefühl. Nee, ich sag, bei mir also, ist Esat safe weiter. Ich find ihn klasse. Ja, aber es ist eine unterschiedliche Meinung. Ich fand auch, muss ich sagen, seinen Durchgang eigentlich zu gut, ihn jetzt rauszuwählen. Kannst du nicht, also genau. Für mich kannst du es nicht machen. Aber das ist meine Stimme. Dann weil, ist die Frage, ich sage euch ganz, ich will keinen rauswählen. Ich nehme Mikael und... Also wenn ich voten müsste, würde ich Mikael und Umut tatsächlich... Umut mit dem clean Durchgang, also mit der clean Ballführung? Ich müsste mich halt zwischen Umut und Esat entscheiden und ich... Dann, also ich habe meins abgegeben. Ja, wähle ich die zwei, Esat und Mikael? Ja. Was sagst du, Max? Ich gehe mit ihm. Game-up, sagt Simon. Ich hätte Umut und Mikael gesagt. Umut und, okay, und dir, du? Wenn wir Zuhörer nehmen. Ja. Ich sag auch Mikael auf jeden Fall und dann müsste ich ja zwischen Esat und Umut, auch wenn ich Umut so krass finde, aber ich würd Esat weitersehen und dann würde ich Umut rauswählen. Dann ist es Pari. Pari, das heißt Esat und Umut nochmal im Stechen. Ja. Was machen sie? Ja, 1 gegen 1, Duell wieder.
Das ist klassisch. Oder einfach mal, klassisches Elfmeterschießen. Na, das ist, kannst einfach nicht. Mal, na ja, was denn? Elfmeter, daran erkennen wir nichts. Aber lass mal 1 gegen 1, Offensivspieler gegen Defensivspieler und dann können wir ja mal gucken. Los geht's. Und ich schicke dir mal ganz kurz ins Screen, weil er sich mal komplett gedreht. Ja, das ist aber auch zu viel, Alter. Das ist auch alles zu viel, Mann. Ja, aber es, ich finde es nicht mehr. Es gibt nicht mehr einen Übersteiger kurz vorbei. Du hast einen kleinen Tor, wo du schießen kannst. Gibt's nicht mehr. Zack. Ich hab, also weiter, weiter, weiter. Hast Druck, hast Druck. Zeig was. Safe, Alter. Gut verteidigt. Ein Durchgang noch? Ja, machen wir neu. Ein Durchgang noch? Entscheiden. Gut dabei. Schön. Okay, es war relativ schnörkellos. Okay, einmal tauschen. Super Ball. Ja, auch gut. Hat er nicht schlecht gemacht? Ja, auch direkt abgeschlossen. Ja, er ist aber auch gut verteidigt. Also er schießt vom Dings, dass der Ball da durchkommt. Die spielt er aber gut, ne? Die englischen Bälle von ihm sind clean. Gute. Ja, ja, schön gemacht. Schön gemacht. Ja, so, jetzt sind wir auch nicht schlauer, ne? Ich sag, also für mich persönlich ist Mikael weiterhin draußen und jetzt zwischen euch beiden. Ich fand deine, es hat seine englischen Bälle, Druck dahinter, gute Verteidigungshaltung. Eine gute Aktion von Umut habe ich auch auf jeden Fall gesehen. Aber das glaubwürdigere Paket gibt mir einfach Esat ab. Ich bleibe bei Esat. Ich muss sagen, bei mir ist es eher, ich würde gar nicht so vom Fußballerischen her, sehe ich jetzt gar nicht so große Unterschiede. Bei mir ist eher so die Geschichte dann doch mit Kaiserslautern und so. Also ich war eher Richtung Umut. Also mein Gefühl sagt jetzt auch gerade, dass du es nicht bist. Ja, Mikael Umut, bleibe ich bei. Und Mikael Umut raus, okay. Ich auch Mikael Umut, Mikael Umut. Was sagst du? Ist egal, was ich jetzt sage. Eigentlich. Ja, jetzt ist eigentlich egal. Aber dann ihr beide? Ja. Dankeschön. Und dann haben wir unsere vier Mikael und Umut, Halbfinalisten. Ja? Danke dir, Mann. Danke. So, Freunde, wir kommen jetzt zum Halbfinale und im Halbfinale natürlich gehen wir in die Duelle 2 gegen 2. Auf geht's. Okay, Halbfinale, ne? Yep. Ja, auf geht's. Ist nicht cool. Harel, guter Laufweg. Hoppala. Ja, gut. Übersicht ist schon mal gut. Oh, gute Beine, Digga. Digga, auf jeden Fall Kandidat. Okay, das ist hast schon guter Call, hast du schon. Ja, gerne. Das magst du nicht, ne? Das ist also, klar, kann man machen, aber ist für mich halt so... Er ist so ein bisschen zielstrebiger, eher so ein Straßenkicker. Aber ich mag Straßenkicker. Ja, natürlich, ich mag Straßenkicker auch, aber... Also, Victoria ja, Köln, dritte Liga, weiß ich jetzt nicht. Da sieht man schon, finde ich, bei dem Schuss, dass das nicht ist. Ja, aber... Das spielt halt auch nicht ab, ne? Das ist aber gut verteidigt. Verteidigt. Spielt halt auch nicht ab, ja. Harry, meinst du? Mhm. Der ist gerne alleine unterwegs, ne, Mann? Boah, mir gefällt Arland gegen den Ball richtig gut. Ja, das stimmt auch wieder. Als Sechser ist schon nicht schlecht. Ja. Heute noch einen Durchgang noch, gerne, und dann wechsel, ja? Ja, schön. Gut. Wow! Geil. Wow. Da hat er einen rausgehauen, Alter. Beide gut. Also wirklich, unterschätzt den Mann nicht. Okay, danke stark. Aber was haben die falsch gemacht? Zweimal? Ja, die sind einfach so. Überlauf meinst du? Dieses? Ja, die übergehen halt nicht. Achso, defensiv. Ja, die Verteidiger kreuzen halt bis zur Map. Stürmer, Junge. Ah, scheiße. Nämlich Verteidigung, Alter. Das ist es halt. Kommen wir zur Verteidigung hier, ey. Gut. Wenn wir falsch liegen, ich fresse einen Besen, Alter. Schön. Ja. Klein. Ah, die Lücke war auch so, die war so schmal. Schön. Das ist ein bisschen wild verteidigt von Essert, ne? Alter, ich sag dir, das Final. Hä? Was war das? Mit der Scheiße, ja. Warum macht ich das bin da auch ja, kein Fan. Er weiß genau, ich mag das nicht, ja? Habibi, ja? Lass mal diese. Ich mag das, ich mach genauso weiter. Ich find's auch geil. Aber das machst du nicht als Profi, Alter. Schön, oh, ja. Gut. Der hat mir auch gefallen.
Mit oh, das habe ich das erste Mal gehört, Kommando. Ich weiß. Gab's vorher noch gar nicht. Boah, der ist schnell, ich schwöre Walla. Was ich bei Ariel aber wirklich mag, sind wirklich die Kommandos. Er redet viel. Er redet als einziger. Kommando links, rechts. Es wird auf jeden Fall, das Finale wird hart. Da kann man auch knapp, kann man auch voll daneben liegen, ne? Ich finde, Alan macht das nicht schlecht, ich weiß nicht, bleibt aber. Ist gut. Reicht, ist gut. Jungs. Ja, gerne. Kurz euer Werdegang. Also ich komme aus Aachen und da komme ich aus einem Dorf in Würsel. Da habe ich angefangen Fußball zu spielen. So 4-5 Jahre habe ich da gespielt, als ich klein war, so 6-7 Jahre alt. Bis zur U13, U14, dann bin ich dann ins andere Dorfmannschaft gewechselt. Arminia Eilendorf, da haben wir Sonderliga gespielt. Dann haben wir es in der U17 geschafft, in die Bezirksliga aufzusteigen. Dann haben wir in der U17 Bezirksliga halt gespielt und da wurde ein Scout von Alemannia Aachen auf mich aufmerksam. Dann bin ich dann von der U17 Eilendorf in die U17 Mittelrheinliga zu Aachen U17 gewechselt. Da habe ich eine Bombensaison gespielt und bin jetzt erstes Jahr U19 Leverkusen. Also, nee, das hört sich runter. Hört sich einfach, einfach, normaler Fußballweg an. Ja, okay. Esat? Ich bin der Esat, mit 20 Jahren alt, wie gesagt. Hab angefangen in Schlebusch, SV Schlebusch, ist in Leverkusen. Von dort bin ich zu Viktoria Köln rübergewechselt. War dann 4 Jahre bei Viktoria. Dann hatte ich die Wahl zwischen FC Hennef und Viktoria. Viktoria wird in der Mittelrheinliga spielen, aber ich konnte in die Bundesliga wechseln. Bin ich in die Bundesliga gegangen, hab da auch gegen Mokoko und so weiter, gegen alle gespielt. Danach bin ich zu Fortuna Köln gewechselt, war dann bei Fortuna Köln U19 Bundesliga 2 Jahre. Von dort aus bin ich in die Türkei gewechselt. Bei der Mannschaft warst du auch zu Besuch. Den Namen will ich jetzt hier nicht sagen. Kann ich dir später nochmal sagen. Und dann... Welche Mannschaft warst du denn zu Besuch? Nee, bei dir. Ich? Ja. Du warst da zu Besuch. Minimum Sport. Dazu sage ich jetzt erstmal nichts. Kann ich dir gleich nochmal privat sagen. Und ich war nur beim... Da war ein bisschen komplett. Er will jetzt einfach den Namen nicht sagen. Er will keine Werbung machen für den Fall. Ja, dann... ja, genau. Keine Werbung machen. Von dort aus bin ich dann zurück wieder zu Hennef gegangen. In die Mittelrheinliga. Aber ich will, was war Türkei, zweite Liga los? Kann ich gleich sagen, das will ich nicht sagen. Keine Kohle. Ich weiß, die zahlen keine Kohle. Okay. Dann bin ich zurück zur FC Hennef gegangen, hab da 2 Jahre im Herrenbereich gespielt. Und von dort aus bin ich im Sommer zu Viktoria Köln gewechselt. Hab da jetzt mich leider im Sommer auch verletzt, hat da einen Meniskusriss gehabt. Und seitdem ich jetzt bei Viktoria, hab leider noch kein Spiel gemacht. Okay, das wäre meine erste Frage gewesen, ob du die Saison schon gespielt hast. Also du hast noch gar kein Drittligaspiel. Noch gar kein Spiel. Ich war ja auch lange verletzt. Ja. Also aber hast du Zweitliga-Einsätze gehabt in der Türkei? Nein, gar keinen Einsatz. Kann ich erklären. Ich glaube, die Story ist bis zum Viktoria Köln den Grund. Ja. Bis zu Viktoria Köln kaufe ich. Das kann gut sein. Dann nicht mehr. Also ich finde den spannend, den Mann. Also es hat dich sehr, sehr spannend. Also ich habe angefangen mit 16,5 bei Würzburger Kickers mit Umo zusammen, wie ich auch schon gesagt habe. Da waren wir in der U17. Davor habe ich halbe Saison, so ein Jahr, mal so durchgezogen und habe da bei mir im Dorf, Buchen heißt es, da habe ich Fußball gespielt. Auf jeden Fall waren wir dann in der U17. Dann habe ich mit Umo zusammen, dieses Jahr sind wir aufgestiegen. Da haben wir auch das letzte Spiel gegen Greuther Fürth gemacht. Da sind wir aufgestiegen und danach war es so, dass Corona kam. Also U19 haben wir 5 Spiele gemacht. Da war ich ganz gut. Also ich habe in den 5 Spielen, glaube ich, 4 Tore und 2 Assists gemacht. Und dann bin ich halt hoch zu den Profis, da hat Umut auch schon den Profivertrag gehabt in der zweiten Liga. Dann war ich 6 Monate oder so war ich bei den Profis dabei. Und danach bin ich nach Wien, Admira Wacker, bin ich gegangen. Ich hatte bei Würzburger Kickers in der dritten Liga, das war das Jahr, wo die abgestiegen sind in der zweiten Liga, habe ich einen Profivertrag bekommen und wurde ausgeliehen nach Wien. Und dann bin ich eben von Admira Wien wieder zurück zu Würzburger Kickers, nachdem die Leihe zu Ende war. Es war aber so, dass der Vertrag aufgelöst werden sollte, weil die eben nochmal abgestiegen sind in die Regionalliga. Ich hatte nur einen Drittliga-Vertrag. Und danach bin ich eben von Würzburger Kickers, letztes Jahr sind wir Zweiter geworden. Und jetzt bin ich zu Waldhof Mannheim gewechselt, ja. Der hat so eine Agenda. Also du hast auf jeden Fall viele Vereine, ne? Ich wollte sagen, du hast eine Agenda wie ein 35-Jähriger. So vom Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, deine Beraterin ist die Mutter von Michel Lasogga, oder wie heißt? Nee. Die ist ja auch Beraterin, oder nicht? Ja. Nee, das ist ja auf jeden Fall nicht. Aber die macht eigentlich immer nur einen dicken Vertrag. Klar. Einen dicken und dann ist der Mann einen dicken Vertrag. Ja. Hat jemand eine Frage? Ich hätte eine. Ja, frag. Meine Frage wäre, wenn du jetzt, also du bist ja der Profi. Wenn du jetzt nicht gewählt wirst, wäre das für dich, wie würdest du dich jetzt fühlen dann? Gut, das ist ja immer schwer, dann ist ja von Person zu Person anders, aber ich meine, schlimm wäre es jetzt nicht, weil, wie ich auch hier gesehen habe, sind die anderen Kicker auch gut.
So. Aber klar. Also du würdest dich jetzt nicht gekränkt fühlen, weil wir dich nicht erkannt haben als Profi? Nee, okay. Das nicht. Wenn er jetzt gesagt hätte, mir sowieso egal, ich bin eh der Profi, dann hätte er von mir direkt, wäre mir egal gewesen, ich bin sowieso Profi. Hab den eh den Vertrag. Ja. Würdest du von dir selber aus sagen, dass du auf dem Kleinen oder auf dem Großfeld besser bist? Großfeld. Ja? Also mit Geschwindigkeit ist ja klar. Das siehst du, der kommt über Großfeld. Also die Geschwindigkeit sieht man. Jetzt habe ich schon eine Frage. Warum wechselst du? Warum wechselst du rein theoretisch, wenn du absteigst? Also du trainierst beim Zweitligisten mit, steigst ab in die Dritte Liga, hast dafür einen Vertrag. Dann setzt man ja eigentlich, wenn man absteigt, hat man kaum Kohle. Das heißt, Dritte Liga, da macht man einen Sparfuchs. Dann setzt sich auch auf junge, gute Leute. Warum bist du dann gewechselt? Das war so. Zwei Jahre lang war derselbe Sponsor da, so eben in der zweiten als auch in der dritten Liga. Und da war auch ein Präsident sozusagen. Felix Mangert? Genau. Schwänz. Und das Problem ist halt, wir hatten in dem Jahr drei Trainerwechsel in der zweiten Liga schon. Und das war dann schwer, also da war viel Politik, sage ich mal. Fußball, also ich weiß nicht, ich habe es ja nicht lange gemacht bis dahin. Und das war dann... Also ich wollte auf jeden Fall Spielpraxis bekommen und Würzburg Kickers konnte mir das nicht versprechen, damals in der dritten Liga, dass ich halt eben selber weiterkomme. Deshalb habe ich dann eher zu einem Verein, wo ich Spielpraxis habe, dass ich danach wieder angreifen kann, falls sie in der dritten Liga dann sozusagen bleiben. Okay, danke dir. Danke. Tschüss, los. Ich habe auch erst eigentlich relativ spät angefangen, Fußball zu spielen mit 9, 10. Ja, dann bin ich in der U15 zum KSC gewechselt. Sorry, ich habe davor bei Löchgau gespielt noch. In der Landesliga war das U14. U14 war ich noch bei Löchgau, sorry. Dann bin ich zur U15 zum KSC gewechselt. Löchgau ist eine Mannschaft bei uns im Bezirk, in Smur. Ja, ist so ein kleiner Ausbilderverein, sag ich mal. Schickt immer die Leute zu dann KSC, VfB. Bin dann in der U15 zum KSC gewechselt und bin jetzt im zweiten U19-Jahr. Du bist mein Mann. So eine richtig unkomplizierte das ist, Story. Das ist so, ne? Richtig. Ich bin da hingegangen. KSC, 4-5 Jahre gemacht. Habt ihr Fragen oder findet ihr das zu... Ich habe keine Fragen, nee. Zu Arell habe ich keine. Max, du guckst so. Nee, ich überlege. Wer ist Trainer beim KSC? Christian Eichner, Co-Trainer Zlatan Bayramovic. Gut zu wissen, danke. War auch unser U19-Trainer Bayramovic einer. Ist krass, das weiß sogar ich nicht mehr und der war Ex-Schalker Bayramovic. Sehr lustig. Ja, ist lustig. Okay, danke dir. Danke. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Zwei Leute müssen wir rauswählen. Ich hätte... Zwei müssen wieder raus? Finale dann? Ja, ne? ich würde sagen, zwei kommen weiter. Das klingt zu hart, wenn wir sagen, zwei müssen raus. Okay, das ist ja dasselbe in Grün. Ich würde sagen, ich hatte lange richtig Aktien in Taha, aber mein Finale ist Arland und Arell. Du sagst Arell und Arland? Ja. Finale? Trocken, cool, schmerzlos? Panne. Ohne viel hin und her? Ja, nee. Ohne viel hin und her, sagst du. Max. Also meinst du hier den Sechser und den Linksverteidiger? Richtig. Okay. Also ich bin mir sicher, dass ich weiß, wer es ist. Also ich denke, ich weiß, wer es ist. Deswegen, für mich ist sowieso einer schon im Finale. Ich will jetzt das nicht sagen, das ist ein bisschen voreingenommen. Soll ich vorweggreifen? Ja, mach mal. Ich greife vorweg. Für mich ist Arell im Finale. Fußballerisch finde ich super, bringst alles mit. Und unaufgeregt finde ich richtig gut. Und ich müsste mich dann zwischen Arland und Taha entscheiden. Ich habe so ein bisschen mehr Vorstellungskraft, dass er bei Bayer Leverkusen spielt, ne, als du jetzt bei Waldhof. Ich finde die Geschichte ein bisschen zu verrückt. Ich glaube, auf Großfeld bist du eine Maschine, dass du richtig performen kannst. Aber ich glaube, meine Vorstellungskraft geht eher mit Bayer Leverkusen Arland mit. Ich glaube, Tausch bei Taha, der Waldhof Mannheim gegen den Regionalligisten, da gehe ich mit. 100%. Ja. Er könnte aktiver Regionalliga-Zocker jetzt gerade sein. Würde ich sogar ehrlich sagen. Also, aber ein richtig guter da, weißt du, mit Potenzial noch für irgendwann mal mehr. Ich glaube, ich würde mit euch gehen. So, weil ich glaube wirklich, dass ich, also ich bin der festen Überzeugung, dass es Arell es ist. Taha ist gerade auch noch mal ein bisschen so im Ranking nach oben gegangen, so, weil also für mich ist es auf Großfeld projiziert, muss ich sagen. Ja, ist ja eine Maschine. Sehr, kann schon sehr, sehr gut sein. Aber ich glaube, also ich bin auch bei Arland und Arell, ja. Also ich würde mit dem Verteidiger, mit Arell und Taha würdest du gehen. Genau, mitgehen. Und mit Taha würde ich jetzt voten, dass sie weiterkommen. Aber das ist auch wieder, ihr seid alle gut, ihr habt alles schlecht gemacht. 100%. Du schließt dich wieder, so am Ende machst du wieder, wenn alle drei. Nee, ich hätte es auch vorher so gemacht. Bei ihm darfst du aber auch nicht vergessen, er ist 17 Jahre und spielt um 19, ne? Ja. Jetzt ist sowieso, deswegen, jetzt ist echt alle auf einem sehr guten Niveau. Also, vielleicht kann ich euch ja nochmal umstimmen, aber... Wir haben dich überspinnt. Überspinnt. Überstimmt, Panne. 3-1. Ja.
Und deshalb vielen, vielen Dank an Esad und Tahar. Dankeschön. Tahar. Danke. So, jetzt habe ich's. Finale. So, Freunde, wir kommen jetzt zum Finale. Arel gegen Arland, ein sehr, sehr geiles Finale. Und für die Final-Challenge haben wir uns Blocken ausgesucht. Da können wir die Dynamik nochmal sehen, Abschlüsse natürlich auch nochmal. Und ich glaube, es ist eine coole Final-Challenge, deshalb viel Spaß damit. Okay, ready? Ja. Okay, jetzt viele Körperbeugung, so. Arel. Geht los. Da hätte der da noch einen Haken. Oh ja, oh, okay, ja. Das war schön. Der hat mir gefallen. Jawohl, oh, den gönne ich dir. Da durch die Beine. Schön, schön. Schön. Jawohl. Ah, okay, den hätte ich gönnt. Gut, Arel, sehr schön. Okay. Boah. Nein, ja, aber das ist gut dann. Schon schwierig. Da wollte er auch nicht laufen, ja. Der hat er sich nicht angetan. Guck mal, jetzt sagen wir mal, wir haben recht, ne? Das eine, dass der Profi noch dabei ist. Ne? Das Schlimme ist ja, der eine, der ist ja kein Profi und der will ja unbedingt dieses Training haben. Ne? Der will ja unbedingt. Den kannst du wie kein anderer, Alan, ne? Der den Move? Nicht. Ja. So, Freunde, kurze Werbeunterbrechung und die Zeit nutzen wir, um die Fitgun kurz vorzustellen. Fitgun, ganz einfach erklärt, Massagegerät. Ja. Von 1 bis 30 Stufen, genau. Nach dem Sport einfach schön an die Wade halten und massieren. Also, Freunde, ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Wie gesagt, für Muskelverspannungen, Muskelverhärtungen, Zerrungen könnt ihr die Fitgun wunderbar nutzen. 30 Stufen für jedermann, also nicht nur für Leistungssportler, sondern auch für jedermann da draußen. Tolles Gerät. Mit dem Code SPECIAL50 spart ihr nochmal 50% auf alles. Und ich sage ja, wie gesagt, auch ein tolles Weihnachtsgeschenk, deshalb schnell einkaufen. So, finale Entscheidung jetzt. Soll ich anfangen oder will? Ja, fang an, weil wir haben ja schon okay. Unsere... Ich hätte vor dem Finale auf Arel getippt, aber jetzt bin ich eher dabei, dass Arland mein Profi ist. Für mich hat er es auch einen Ticken stärker gemacht, fand ich persönlich. Und vor allem, worauf ich geachtet habe, du warst überhaupt nicht aus der Puste, Arlan. Aber Arel war so ein bisschen, hat schon so geschnauft nach ein, zwei Durchgängen. So ein bisschen, da denke ich, so U19 Bundesliga, da erwarte ich schon, dass man so drei, vier Durchgänge machen kann, ohne, also so wie er es gemacht hat, wie Arlan es gemacht hat, ohne so zu schnaufen. Ne? Und für mich wirkt er so ein bisschen fitter einfach. Ich glaube einfach, dass Arlan mein Profi ist. Ich war von Anfang an bei Arel. Am Ende, muss ich sagen, hat Arland auch in der letzten, nochmal aufgeholt in der letzten Übung. Aber ich bleibe bei meinem Bauchgefühl. Ich glaube trotzdem, dass es Arel ist. Ich finde es schwierig. Ich fand euch beide sehr, sehr gut. Ich finde beide Storys auch stimmig, muss ich sagen. Hier dieses Brüderding, dass du noch deinen Bruder mitbringst und der auch ein bisschen mitkicken darf. Bei Arel dieses ganze Karlsruhe-Ding von vorne bis hinten ist wirklich eine 51-49 Entscheidung. Arel. Bist mein Mann. Ich weiß, was bin. Haben wir Stechen? Super. Scheiße. Nein. Wir haben mit Stechen. Wir haben Stechen auf jeden Fall. Das ist leider so. Wir haben Stechen. Also wir. Ja, gut. Wir sind uns nicht einig. Wir sind uns nicht einig. Da gibt es zwei Gegner. Aber es ist ja manchmal so. Manchmal ist die Jury sich nicht einig. Ja. Aber ich bin jetzt selber gespannt, wer der Pro ist. Wir können uns einigen. Ich switch auf Arland. Ja. Ja, Arland, ich switch um. Ich bleibe. Du bist der Einzige, der bei Arland bleibt. Dann würde ich sagen, wir loggen jetzt gemeinschaftlich Arland ein, mehr oder weniger. Ja, du bist der Einzige, der jetzt sagt, noch Arel ist, aber ich bleib dabei. Mein Mann Bayer Leverkusen, Arland. Und ich würde sagen, der Moment ist gekommen. Genau jetzt darf der Pro-Spieler bitte nach vorne treten. Ah, fuck, Alter. Ich hab mich treffen lassen, Digga. Kann nur fake sein, ne? Wisst ihr, bleib ruhig. Ach so. Ach so. Oh warte, Gott. Zwei. Ah. Ey, was? Nein, Alter, bei denen glaube ich auch das nicht. Oh, ich dachte schon. Ich dachte, du hast Ahnung vom Fußball. Ja, ja. Wie viel Show wollt ihr noch machen? Ja. Ja, das ist wirklich nein. Warte. Ohne Ball. Mika? Er ist es. Mika? Echt? Digga, den hatten wir ja. Oha, Alter. Aber. Relativ ja. Aber Mika war der einfach solide war. Ja, Michael hat auch. Michael, im Nachhinein ist ja jetzt einfach zu sagen, aber er hat auch gar nichts gesagt. Nee, gar nichts. Okay, das war jetzt sehr random. Das ist krass. Digga, das war jetzt sehr random. Bielefeld, ja, klar, ich konnte ihn nicht wählen. Ich hab nicht gecheckt, dass sie uns verarschen werden, als Tar schon nach vorne gegangen ist. Da wusste ich, okay, da ist immer eine Show dabei. Also, alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Ich bin Bundesligaspieler der U19 von Arminia Bielefeld.
heute war jetzt nicht so gut, nicht der beste Tag von mir, aber ich weiß, dass es besser kann und ja, ich danke trotzdem, dass ich da sein durfte. Hat viel Spaß gemacht und ihr seid aktuell Siebter, ne? Hast du gesagt? Ja, siebter Platz. Oder kann auch sein, dass wir einen runter, vielleicht einen höher, weiß ich nicht genau. Einfach auch ein bisschen so unauffällig, ne? Ja. Also das heißt ja nicht, dass das schlecht war, aber unauffällig, dass man den so gar nicht auf dem Radar oder auf dem Schirm hatte. Das war das. Dribblingübung hast du gesagt, das bist besser. Ey, scheiße. Ja, Dribblingübung kann ich eigentlich auch besser, aber ich sag ehrlich, mir ist gerade ehrlich so kalt und. Es ist wirklich kalt in der Halle. Nicht nur dir. Also aus Gründen. Das ist jetzt auch keine Ausrede, aber die Schuhe habe ich auch zum ersten Mal an. Die gehören nicht bei mir. Das ist ein bisschen. Alles gut. Danke dir. Was für eine Folge in Bielefeld. Umut. Ja, es hat alles gestimmt bis auf Kaiserslautern. Da habe ich mich ein bisschen dann zu viel verplappert, ein bisschen zu tief, ja, zu viel erklärt, aber. Im Endeffekt hat alles gestimmt. Ich habe mein Zweitligadebüt gegen Paderborn gemacht damals. Da war noch der Baumgart noch da. Echt? Die Zeiten, ja. Was soll ich das wissen, Alter? Ich bin erst seit diesem Jahr hier. Ja. Du hast Zweitliga, also hast ein Profispiel gemacht? Ja, ja, ich habe auch. Ich habe gegen 5 Bundesligisten gespielt. Union, Augsburg, Trainingslager. Dann habe ich, genau, und mein Pflichtspieldebüt habe ich dann im Pokal gegeben und dann am Ende der Saison in der zweiten Liga in Paderborn. Wann war das? Wann war das? Die Corona-Saison auch. 2020. Ja. Und jetzt aktuell, wo zockst du? Ja, ich spiele jetzt Landesliga. Ich war letztes Jahr auch in Zürich. Aber ich habe dann halt die Mittelfußbrüche gehabt, wie ich es auch erklärt habe, und bin dann jetzt erstmal wieder, um reinzukommen, nochmal runter. Aber krass. Ja. Stark. Bleib in Kontakt, mein Mann. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Danke, Umut. Lukas, Dortmund. Jetzt bin ich gespannt, ey. Dortmund war ein bisschen zu übertrieben. Also es hat eigentlich alles gestimmt. Ich habe meine Jugend bei Borussia Dortmund verbracht. War auch mit der Zeit mit Moukoko da. Habe mit ihm zusammengespielt. Und außer U23 war halt gelogen. Ich bin dann in die Regionalliga gegangen, nach SC Wienbrück. Hab dann da gespielt und hab dann eine Saison Oberliga gespielt bei FC Gütersloh, ein großer Traditionsverein. Und bin jetzt, halte ich mich ein bisschen fit. Und ja. Du kommst also wirklich aus der Dortmund-Jugend, ne? Ja. Krass. Stark. Schlecht. Danke, Lukas. Danke, vielen Dank. Jetzt bin ich gespannt. Ihr beide habt mich fertig gemacht, ehrlich. Ja. Also ich bin 18 Jahre alt, also das hat gestimmt, dass ich von Arminia Eindorf nach Alemannia Aachen gewechselt bin. Da habe ich U17 Bundesliga gespielt, dann wurde ich übernommen in die U19, da ist unsere U19 abgestiegen, da haben wir dann Mittelrheinliga gespielt. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass du was drauf hast, also dass du irgendwo spielst. Aus dir kann noch einer werden, sage ich. Ja. Hoffentlich, 100%. Ich war auch einmal in Aachen. Ja. Bin weitergefahren nach Frankreich, mal feiern. Jetzt bin ich mal auf den anderen gespannt, den Bruder. Danke. Ob der irgendwas mit Fußball wirklich zu tun hat. Hau mal raus. Also bei mir, wie gesagt, ich habe kein Fußball gespielt. Ich habe letztes Jahr einmal eine Saison gespielt. Und ich konnte leider vorher nicht spielen. Hatte ne, Probleme, gab familiäre Probleme oder andere Sachen. Deswegen habe ich erst spät angefangen. Aber immer mit meinem, das ist mein Cousin, kein Bruder, Cousin, kickt immer und supportet. Und das ist auch eigentlich der einzige Grund, warum ich hier bin. Ich möchte, dass Leute den sehen, dass Leute auch erkennen, was er hat. Ich will auch, dass man was aus dem macht. Gerade mache ich einfach nur Abitur auf dem Wirtschaftsgymnasium, möchte danach Medizin studieren. Okay. Und ja, also muss noch weitermachen. Also hast du euch beiden beworben sozusagen? Ja, ja, genau. Ich habe auch sogar mit seinem Namen geschrieben und er dachte die ganze Zeit, er schreibt mit ihm. So. Sehr gut. Ja, hast du taktisch deswegen clever gemacht. Ja, ja. Aber man hat gesehen, dass du noch nie, also wenig Fußball gespielt hast. Ja. Aber ist nicht so schlimm. Du hast doch immer auseinandergenommen, ja? Ja. Hey, du hast dich auseinander blamiert, ja? Dafür hat dein Cousin reingerockt, also er war sehr gut. Auch ja, gerade das so in Verteidigung und sowas sehr, sehr. Das war auch meine Hoffnung, weil wie gesagt, es gab eine Phase, ne? Sehr entscheidend. Und diese Phase sind wir auch sehr fokussiert. Freundschaftskreis sehr klein. Immer am Acker, ich gehe auch mit denen immer trainieren und so weiter. Wir wollen einfach nur das Beste rausholen. Er hat seine Ziele, ich habe meine Ziele, aber trotzdem supporten wir uns immer. Sehr schön, sehr gut. Ey, nur Liebe für euch, Alter. Ja, geil. Ja, aber auch, Jungs, auch an euch, also ein Dankeschön. Wart auch sehr korrekte Menschen, also Lachkick lustig. Ich glaube, wir konnten auch die Menschen hier gut unterhalten. Hoffe ich mal zumindest. Und ja, wir hoffen auch mal. Ich weiß danke jetzt schon, wer ganz viel Liebe in den Kommentaren kriegt. Ja, und, das ja, nee, nee, und wenn ihr mich in der Jury sehen wollt, wenn ihr mich in der Jury sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren. Ja, willst du deinen Instagram-Account sagen? Nee, nee, nur mein Cousin. Ich muss mich gar nicht hervorheben. Okay, alles klar. Okay, danke dir. Danke. Ja, diese coole. Esat, jetzt mein Mann aus Türkei, zweite Liga. Jetzt bin ich gespannt. Also ich spiele aktuell in der Landesliga. In der Jugend hat alles gestimmt. Ich habe bei Viktoria gespielt, bei Fortuna gespielt. Und dann im Herrenbereich bin ich halt rüber in die Türkei gegangen. Da war ich auch nur ein paar Wochen, das ging nicht lange, weil wegen dem Vertrag und Gehalt und so weiter und so fort. Dann bin ich halt zurückgekommen. Dann habe ich hier kurz in der Mittelrheinliga gespielt. Ich hatte halt gar keine Lust mehr auf Fußball, sage ich jetzt mal.
habe ich so ein bisschen abgeschaltet, habe ich einfach Landesliga gekickt. Und seit dieser Saison spiele ich auch wieder sehr gut, spiele immer und will wieder hochgehen auf jeden Fall und gebe mein Bestes. Du bist ja noch jung, er ist halt 20. Danke dir, viel Erfolg dabei. So, jetzt bin ich auf den schnellsten Mann Bayerns gespannt. 100% Regionalliga. Ich sage auch aktueller Regionalliga-Spieler. Soll ich von vorne anfangen erstmal? Oder erstmal erst von vorne. Also, das alles hat gestimmt, bis auf, dass ich nach Waldhof gewechselt bin. Ich bin von Würzburg, letztes Jahr bin ich nach Schweinfurt, FC 05 Schweinfurt. Ist Regionalliga, ne? Genau, Regionalliga Bayern. Und wir sind momentan Fünfter und die Saison läuft eigentlich ganz gut, aber also alles davor hat gestimmt, dass ich wenig Spielzeit hatte oder dass ich mit 17 erst angefangen habe. Aber ich merke auch, dass desto mehr ich spiele, desto mehr komme ich auch rein in die Abläufe und so. Also ich entwickle mich, das merke ich selber auch. Auch vom Feedback vom Trainer war das so. Deshalb also, ja. Hast du schon genetzt Regionalliga Tore gemacht? Ja, ich habe 3 Tore und 4 Vorlagen habe ich schon. Stark. Ja. Sehr cool. Aber das ist für mich so Regionalligaspieler mit richtig viel Potenzial. Wenn du nach Berlin kommst, wir brauchen gute Männer bei Delay. Ja? Ja, erstmal gehe ich zu Delay. Warte mal. Bevor ich hier erstmal. Wie viel km/h rennst du in der Spitze? Das wissen wir nicht. Ich hatte keine GPS-Messung oder so. Okay. Ja, aber haben wir nicht gehört. Ich denke schon sehr, sehr schnell. Ich merke mir deinen Namen. Schalke braucht schnell. Taha, vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg weiterhin. Danke. Hat er gekonnt. Jetzt kommt mein Mann, der mich enttäuscht hat. Der wusste aber sehr, sehr viel über den KSC. Also, ich fange auch mal vorne an wieder. Ich habe beim FV Löchgau gespielt, also eigentlich hat alles gestimmt. Ich habe beim FV Löchgau gespielt bis zur U15, nicht U14. Bin dann erst in der U16 zum KSC, nicht in der U15, wie ich gesagt habe. Habe dann dort U16 Oberliga gespielt. Das war dann gegen die Älteren haben wir gespielt als jüngerer Jahrgang. Habe dann U17 Bundesliga gespielt, 28 Spiele gemacht, glaube ich. Habe dann U19 Bundesliga gespielt, erstes Jahr nicht so viel gespielt, jüngerer Jahrgang. War ich vielleicht noch nicht so bereit für einen U19-Fußball, weil es nochmal ein anderer Schritt ist wie zu U17. Hab dann im zweiten Jahr, hatten wir nur 4 Spiele wegen Corona. Also mein letztes U19-Jahr ist eigentlich komplett weggefallen, was sehr schade war eigentlich. Hab dann noch bei den Profis trainiert. 4 Wochen müssten es, 4,5, 5 Wochen. Hab dann keinen Profivertrag bekommen leider. Bin danach zu den Stuttgarter Kickers ein Jahr. Hab dort in der Oberliga gespielt. Ein halbes Jahr bin ich danach im Winter zu Neckarsulm, das ist auch im Bezirk bei uns eine Oberligamannschaft. Und jetzt zur neuen Saison bin ich nach Bissingen, habe da jetzt fast jedes Spiel gespielt. Welche Liga ist das? Auch Oberliga. Habe da ein Tor, bis jetzt 2 Scorer, ein Tor, eine Vorlage und versuche mich jetzt wieder langsam zu etablieren im Herrenfußball. Du bist 19, ne? Nee, ich bin 21. Ah, okay. Ja. Clever. Ist jetzt mein drittes Herrenjahr. 19, ja, 19 gesagt. Ah. Position hat gestimmt, linke Außenbahn. Ja, guter okay. Spieler. Danke, vielen Dank. Danke dir. Schön. Sehr, sehr coole Folge. So, Freunde, ich hatte auf jeden Fall mega viel Spaß in dieser Folge. Hat richtig Bock gemacht. Glocke aktivieren, dass du in Zukunft kein Video verpasst. Die beiden Jungs machen übrigens auch YouTube. Gerne die Videos abchecken. Panne auch. Deshalb auch da gerne die YouTube-Kanäle abchecken. Bei Twitch mal einen Prime reinhauen hier, ne? Prime Sub ist kostenlos, ja, ganz wichtig. Ja, richtig. Danke dir, Bros. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.